Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, bei Lilly tötet Androiden. Oh Mann, was ist denn da beim letzten Mal nur passiert? Ich wollte das nicht. Möchte das bitte nochmal spielen? Kann ich bitte nochmal spielen? Ja, nein, Leute, wirklich, ich möchte das nochmal spielen. Ich wollte das so nicht. Ich habe gedacht, eigentlich blöd, ich habe gedacht, wenn ich den Speicher von ihm prüfe, dann ist das für ihn vielleicht einfach am wenigsten Stress, weil wir sehen ja, was passiert ist. Dass dann das Stresslevel einfach auf over 9000 springt, keine Ahnung. Und er hier den Connor abknallt, das wollte ich nicht. Ich möchte da, glaube ich, gerne nochmal neu machen. Deswegen gehe ich mal kurz auf Fortfahren. Dann ins Menü. Hauptmenü. Ich hoffe, das hat jetzt hier gespeichert. Ich denke schon. Wir gehen mal kurz ins Hauptmenü. Ich möchte mal ganz kurz gucken, ob ich denn diese Episode nicht nochmal spielen kann. Das würde mich jetzt sehr ärgern, wenn nicht. Ah, wie doof. Ach Mann, ich hätte einfach überzeugen nehmen sollen. Hier, Kapitel. Huch, da. So. Das Die ist die letzte Geisel. Begegnung. Nein, 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 Sie nein, sind in nein. Das Wirklichkeit nicht, der das auch Freundin nicht, ihrer das nicht, Kunden, das da. welche Sie verpasst Das möchte haben. ich bitte nochmal Wenn spielen. Sie Das hat später mir einmal so eine nicht Beziehung erfolgen, gefallen. machen Sie So, vieles wir anders. machen das nochmal, das Kapitel. Es tut mir leid, aber. Mit dieser Grafik können Sie an jedem Punkt Ich der möchte das Story so nicht wieder hinnehmen, weil ich einsteigen. wollte das so Aber nicht. meine Ich wusste Schwester nicht, dass erzählt mir, das dass Sie das Spiel direkt mindestens einmal hochspringt, das durchspielen, um Stresslevel. zurückzugehen. Was auch immer passiert, so Deine oder so, vorherigen es ist Kontrollpunkte Ihre werden Geschichte. ersetzt. Deine Geschichte wird beim Spielen aktualisiert. Ja, das möchte ich bitte. Ja, könnt ihr mich jetzt für blöd halten oder ma, Entscheidung ist getroffen und dann lebt damit, aber nee. Das finde ich doof. Weil das war nicht mein Ziel. Ich wollte eigentlich, dass der ruhig wird und dachte, das passiert, wenn ich seinen Speicher einfach prüfe, dass es ihm jetzt so zusetzt, das habe ich mir nicht gedacht. Weil eigentlich haben wir damit ja rausgefunden, was passiert ist und dass er eigentlich sich nur gewehrt hat. Ich dachte, das hilft ihm. War doof. Egal. Machen wir Woraus willst du nochmal. sterben? Was ist vor So. dem Messerangriff passiert? Kann ich das un unterbrechen hier irgendwie? Fortsetzen? Nee, offensichtlich nicht, oder? Nee. Wie lange warst du da oben? Na gut, wir machen das einfach nochmal, Leute. Als wäre nichts passiert. Warum bist du nicht einfach weggerannt? Sag endlich was, Gott verdammt! Scheiß drauf, ich bin raus. Außerdem wäre uns ja da einer der Hauptprotagonisten weggestorben. Der Connor ist ja, glaube ich, hier einer der Hauptpersonen Wir und verschwenden unsere Zeit mit dieser Maschine. Wir werden nichts aus ihr herauskriegen. fände ich jetzt nicht so gut, wenn der da einfach nicht mehr Wir könnten dabei ihm ja ein wäre. bisschen Druck machen. Es ist doch so. Er ist kein Mensch. Androiden spüren keinen Schmerz. Sie würden ihn nur beschädigen und nicht zum Reden bringen. Abweichler neigen außerdem zur Selbstzerstörung, wenn sie Stress ausgesetzt sind. Okay, Klugscheißer. Was sollen wir dann tun? Ich könnte ihn befragen. Ja. Ja. Schaden kann's nicht. Na los, er gehört ganz dir. Okay, und jetzt machen wir es hoffentlich besser. Wisst ihr, ich möchte nicht mit so einer Entscheidung leben, die ich eigentlich so nicht treffen wollte. Wie gesagt, haltet mich für doof, weil ich das jetzt einfach nochmal mache, aber nee, finde ich blöd. Ah, hier kann ich auch noch reingucken. Das ist ja interessant. Hallo, winke, winke. Was macht denn dieser Junge jetzt schon wieder? Nein, ich wieder in die Scheibe gucken. Wir gucken uns nochmal die Akte an. So. Bilder, interessant, interessant. Okay. So. Ein paar Sachen noch freigeschalten, genau. So, dann können wir uns ihn nochmal anschauen.
Achso, das hat jetzt aber nichts gebracht. Und dann setzen wir uns mal hin und analysieren den nochmal. Ich möchte das richtig machen. Ich will nicht, dass der sich selbst zerstört. Und ich will vor allem nicht, dass er diesen Connor da erschießt. Wie gesagt, ich glaube, dass der wichtig ist hier für das ganze Spiel. Wenn der jetzt, ich weiß nicht, ob die den einfach repariert hätten. Er ist ja immerhin ein Android, aber trotzdem irgendwo... Ja. Kennen wir ja alles schon. Mach das mal hier ganz fix. So. Boah, hat das jetzt nicht gereicht? Nee. Muss ich gleich nochmal machen. Ah doch, hat gereicht. Okay, gut. Gut. Dann verhören wir ihn mal. Diesmal frage ich ihn, glaube ich, nicht das gleich nach seinem Namen, sondern frag ihn mal nach seinen Wunden. Du bist beschädigt. War das dein Besitzer? Hat er dich geschlagen? Ich sehe eine Instabilität in deinem Programm. Sie kann ein ungutes Gefühl auslösen. Wie Angst bei Menschen. Wir trösten ihn, genau. Hör mal. Ich weiß, dass du viel durchgemacht hast. Aber ich möchte gerne verstehen, was passiert ist. Ah, geht runter, sehr gut. So, mitfühlen. Auf gar keinen Fall werden wir seinen Speicher überprüfen. Ich will dir helfen. Ja. Aber das kann ich nicht tun, wenn du nicht mit mir redest. Runter, genau, wunderbar. Vertrau mir. Ich will dir bloß helfen. Aber du musst mir vertrauen. Ich möchte dich wirklich hier rausholen. Okay, jetzt fängt er an zu reden. Was? Was werden Sie mit mir machen? Sie zerstören mich, oder? Nein. Nein. Ich glaube, Sie wollen es nur verstehen. Dein Meister hat dich doch misshandelt. Es war nicht deine Schuld. Warum hast du mich verraten? Jetzt lüge ich den mal an. Warum bist du nicht einfach gegangen? Vielleicht ist das besser? Sie hätten dich sowieso gefunden. Ich war nur schneller. Wären sie es gewesen, hätten sie dich sofort erschossen. Okay, es geht runter, das ist gut. Ich will nicht sterben. Dann rede mit mir. Ich? Ja? Ich kann nicht. Doch, doch, du kannst. Komm schon. So, jetzt aber. Wähle eine Herangehensweise. Wir machen überzeugen. Verständnisvoll. Ich verstehe, was in dir vorging. Du wurdest übermannt von Wut und Frustration. Du bist nicht schuld an dem, was passiert ist. Mitfühlend. Weißt du, ich verurteile dich nicht. Ich bin auf deiner Seite. Ich will nur die Wahrheit herausfinden. Beschützen. Gestehe und ich werde dich beschützen. Ich verspreche, dir wird niemand etwas antun. Na komm, na komm. Nicht aufgeben. Speicher prüfen will ich aber. Ich will ihn nicht unter Druck setzen. Da geht das doch wieder hoch. Ich probiere es mal. 28 Stichwunden. Du wolltest wohl ganz sicher gehen, was? Hast du Wut verspürt? Nein, Connor. Ach komm, nee, das möchte ich nicht. Schon gut. Alles wird wieder in Ordnung kommen. Okay, geh runter. Ja, sehr gut. Na komm, rede. Das führt alles zu nichts. Ich gebe auf. Mann, kriegen wir das nicht irgendwie aus ihm raus? Kann ich nichts mehr machen?
Das ist ja blöd. Na gut. Chris, schließ ihn ein. Oh, na gut, gehen wir. Geht weg! Fass mich nicht an. Oh. Ruhig bleiben, ruhig bleiben, ruhig bleiben. Was machst du da? Weg mit ihm. Fassen Sie ihn nicht an. Er zerstört sich selbst, wenn er bedroht wird. Halt dich da bloß raus. Mir sagt kein Android, was ich zu tun habe. Nein. Sie verstehen nicht. Wenn er sich zerstört, erfahren wir gar nichts von ihm. Halt doch endlich dein verdammtes Maul! Chris, bringst du das Arschloch jetzt weg? Ich versuch's. Komm schon. Ich kann das nicht zulassen. Lassen Sie ihn in Ruhe. Sofort. Ich habe dich gewarnt, Arschloch. Das reicht jetzt. Kümmere dich um deinen eigenen Kram, Hank. Ich sagte, das reicht jetzt. Was ist denn hier los, Alter, Mann? Fuck. Diesmal wirst du nicht damit durchkommen. Fuck. Okay. Sagt uns jetzt vielleicht was. Es ist alles in Ordnung. Es ist vorbei. Niemand wird dir etwas antun. Bitte, nicht anfassen. Er wird ihnen aus dem Raum folgen und keine Probleme machen. Okay. Da steht ja bei Connor immer Software-Instabilität. Ich glaube, dass bei dem auch so langsam so ein bisschen die Sicherung durchbrennen, sage ich mal. Aha, und da können wir dann quasi, haben wir jetzt einen anderen Weg gefunden. Ja gut, ich denke mal, wir können auch irgendwie dieses Geständnis aus ihm rausbekommen, aber ich habe keine Ahnung, wie. Dieses Ende der Episode gefällt mir aber auf jeden Fall sehr viel besser als das, was wir vorher hatten. Und deswegen nehmen wir das jetzt auch so. Auch wenn wir kein Geständnis bekommen haben, bin ich damit doch ein bisschen zufriedener als mit dem da oben. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. So, gut, machen wir mal weiter. Wo sind wir denn jetzt? Bei wem sind wir jetzt vor allem? Das ist die Frage. Mhm. Ah, kann das sein, dass es wieder hier Alice und Kara sind? Ich sage immer Kara, aber ich glaube, sie heißt Kara. Die sind doch in einen Bus gestiegen. Könnte das sein? Danke für Ihre Reise mit den Detroit Buses. Ja. Okay. Endstation. Endstation? Ja, ihr müsst aussteigen. Wach auf. Wir müssen gehen. Fällt Ihnen vielleicht etwas ein, wo wir übernachten könnten? Ich habe keine Ahnung. Ich muss wieder los. Ich glaube, der hätte uns nicht sitzen lassen, deswegen habe ich das nicht gefragt. Im Übrigen, nur falls ihr euch gewundert habt. So, steig mal aus. Ach, Alice, was mache ich denn okay mit dir? Wir finden schon einen Schlafplatz. Na klar. Ich glaube, sie ist jetzt auf jeden Fall besser dran ohne diesen furchtbaren Vater. Ich kann mir ja irgendwie ihre Mutter finden. Ach, Alice. Du armes Ding, finde einen Unterschlupf. Komm, Alice, für die wir Nacht. Müssen uns beeilen. Okay, dann schauen wir mal. Ui.
Gesundheit. Katze hat genießt. Unbequem, aber sicher. Wie komme ich rein? Was? Da war doch eben was. Das wollte ich erstmal angucken. Sehr unbequem, aber unauffällig. Immer geöffnet, kein Schlafplatz. Um Hilfe bitten. Laden ist geschlossen. Öffnet erst am Morgen. Bequem, aber auffällig. Ich werde Geld brauchen. Also das hier war, glaube ich, das Beste, ne? Unbequem, aber sicher. Wie komme ich rein? Wir könnten auch erstmal in diesem Café fragen, ob die vielleicht was wissen. Ich glaube, da gehen wir jetzt mal hin. Motel versuchen, Haus versuchen, Parkplatz versuchen. Alice? Alice? Was macht die? Alice? Ich will die jetzt hier aber auch nicht einfach sitzen lassen. Na gut, ich gehe mal kurz. Ich gehe mal kurz da rein. Beruhige Alice. Ah, okay. Okay, okay, okay. Ja, natürlich ist die fix und fertig. Ich meine, die hat ihren Vater erschossen. Ach komm, Alice, meine Süße. Alice, du bist ja eiskalt. Schon okay, mir ist nicht so kalt. Ihr wirkt verloren. Wer bist denn du? Ich weiß nicht, wohin. Ich weiß jemanden, der helfen kann. Das ist auf der anderen Seite der Stadt. Wir brauchen jetzt etwas. Ach, das war der Müllmann. Okay. Komm mit, Alice. Danke für Ihre Reise mit Detroit Buses. So, komm, wir gehen mal in das Café und fragen mal, ob die uns helfen können. Oder ein Diner oder sowas ist das, glaube ich. Vielleicht können die uns ja was sagen. Da, der Laden ist noch offen. Vielleicht sollten wir reingehen. Zumindest ist es warm da drin. Überzeuge den Kassierer zu helfen. Was willst du? Ich und ein Mädchen haben keine Unterkunft. Hätten Sie etwas Geld für ein Zimmer für heute Nacht? Scheiße. Ein obdachloser Android? Das ist der Hammer. Also, das ist hier ein Supermarkt und nicht die Heilsarmee. Okay. Wow. Aber es ist doch ein Kind. Haut ab, wenn ihr nichts kaufen wollt. Nein, das machen wir nicht. Nee. Sowas machen wir nicht. Können wir nicht nochmal mit ihm reden? Irgendwas. Warte mal, was ist hier? Dosen. Habe ich jetzt irgendeine Option freigeschalten? Halt zurück. Da ist eine Kamera offensichtlich. Halt, stopp, da war noch was. Na, da. Okay. Ja, ich will dem aber nichts tun irgendwie. Das möchte ich nicht. Da könnte ich was nehmen. Was ist da? Kekse. Könnt ihm den Schädel einschlagen. Ich will ihm aber nichts tun irgendwie. So, das habe ich schon gesehen. Hier kann ich auch nichts rausnehmen.
Ich will die aber auch nicht klauen im Laden, ganz ehrlich. Also ich bräuchte aber für die Alice halt irgendwie... Kann ich nicht nochmal mit dem sprechen? Nee. Boah, ich bedrohe den doch nicht. Mit der Waffe. Nee, das mache ich nicht. Sprechen wir mal mit Alice. Alice benutzen, etwas anderes versuchen. Nee, komm, wir machen es. Oder? Doch, komm. Red nochmal mit ihr. Vielleicht kann die uns helfen. Vielleicht kann die ihn überzeugen. Alice, du musst mir helfen. Siehst du die Dosen da drüben? Ach so, ich nein, weiß, das... dass du hingehst und sie umstößt. Sie umstoßen? Warum? Bitte. Alice, vertrau mir. Hm. Nee, warte, mach das nicht. Kann ich das noch ändern? Nein, okay. Klauen wir jetzt doch das Geld aus der Kasse? Ach komm. Ja komm. Alles okay? Bist du verletzt? Nimm. Gar kein Problem. Das sind nur ein paar Dosen. Komm schon, los. Oh, jetzt haben wir Geld geklaut. Naja, was soll's, wir haben auch schon einen umgebracht. Ach, dem tut das doch nicht weh. Fuck. Komm, wir haben dich wenigstens nicht erschossen. Mister... Wir haben jetzt etwas Geld. Du hast mich benutzt, um zu stehlen. Ah, nein. Entschuldigen. Du hast recht. Ich hätte das nicht tun sollen. Entschuldige, Alice, ich tue das nie wieder. Aber jetzt könnten wir in das Motel gehen. Sollen wir das machen? Ich glaube, ja. Da sind wir doch am sichersten mit dem Mädchen, würde ich sagen, ha? Was ist denn? Gehen wir nicht rein? Es geht nicht, Alice. Die vermieten sicher nicht an Androiden. Ich muss diese Uniform loswerden. Oder weitersuchen. Ah, aber ich... finde Kleidung. Kann ich irgendwie scannen? Hm... Das ist ein Waschsalon. Hier ist es warm. Dir geht's gleich besser. Lesen wir erstmal dieses Heft hier. Was bestäubende Bienen, offiziell ausgestorben, ohne Bienen in die Katastrophe. Cybersicherheitsexperte warnt, die Android könnte gehackt werden. Weniger als 5% der Mitglieder auf Dating-Website weiblich. So, hier könnt ihr euch das mit den Bienen mal durchlesen. Es wäre natürlich eine Katastrophe, wenn die Bienen aussterben. So. Dann noch die zweite Seite und dann schauen wir uns gleich den anderen Artikel noch an. So. Oder das andere Magazin. Gossips Weekly. Mein Mann hat den Androiden geschwängert. Lesen Sie mehr, was? Musikmeeting. Live-Konzerte erleben ein Comeback. 10 Wege, ihrem Mann zu gefallen und ihn zu halten. Was? Musikmeeting. Live-Konzerte erleben ein Comeback. Ah ja.
VR-Headset. Weiß gar nicht, ob das was bringt, wenn man diese ganzen Hefte hier so liest. Keine Ahnung. So. Das wäre das. Nischt, nischt. Mach doch nicht immer die Kamera anders, bitte. Da ist auch nichts. Program complete. Da wäre was. Ah, aber die Alice sagt doch, wir sollen nicht mehr klauen. Nee, die wird wieder böse. Wir könnten den Mann wecken und ihn fragen, ob er uns was gibt. Geht das nicht? Kann ich mit Alice reden und ihr sagen, dass ich diese Kleidung stehlen möchte? Hm. Wir könnten dem Mann das Geld geben. Ach nee, dann kommen wir ja auch nicht ins Motel. Na gut. Was machst du da? Die gehören nicht uns. Wir brauchen sie, Alice. Du brauchst etwas Warmes und ich muss diese Uniform loswerden. Das ist Diebstahl. Das dürfen wir nicht. Ah, ja, sie hat ja recht. Komm, wir finden was anderes. Jetzt haben wir schon das Geld geklaut. Die vertraut uns sonst irgendwann nicht mehr. Wenn ich es jetzt nochmal probiere, dann sagt die wieder, das soll man nicht machen, ne? Ja. Nee, komm, wir lassen das. Wie gesagt, sonst vertraut die uns irgendwann überhaupt nicht mehr. Kann ich den nicht aufwecken und fragen? Die gibt uns doch bestimmt was. Ah! Na gut, dann müssen wir einen anderen Ort finden. Dann müssen wir wohl einen anderen Ort finden. Dann eben nicht ins Motel. Können wir dem Ladenbesitzer dann wenigstens sein Geld zurückbringen? Das wäre schön. Ha. Hm. Finde Kleidung. Einbrechen ist wohl offensichtlich keine Option. Was haben wir denn hier eigentlich noch? Was ist das hier? Brechen. Wir brauchen eine Unterkunft. Wissen Sie, wo wir übernachten könnten? Offenbar nicht. Hm, na gut. Gibt's hier hinten sonst noch irgendwo was? Nee. Ah. Wir könnten, wenn wir jetzt eh nicht ins Motel gehen, könnten wir dem Ladenbesitzer sein Geld wiederbringen. Vielleicht ist die Alice dann stolz auf uns. Komm, wir machen das. Geht das? Oh, zu Risiko. Hier kommt jetzt nichts mehr. Okay, wir dürfen das Geld nicht zurückbringen. Ich fühle mich gerade schlecht. Was haben wir denn hier hinten? Kann hier auch wieder raus, okay. Also hier wäre ein Generator, oder ist das richtig? Ist das ein Generator? Ich glaube schon. Wir könnten versuchen, in dieses Auto reinzukommen. Nee, dann sagt die wieder, wir sollen das nicht machen.
ein leerstehendes Haus. Da ist es zumindest trocken. Kara, mir gefällt's hier nicht. Ich weiß. Es ist ja nur für eine Nacht und niemand wird uns hier suchen. Haus besetzen. Finde eine Drahtschere. Im Auto schlafen. Das würde auch noch gehen. Wartet mal, Leute, wir müssen nächstes Mal weitermachen. Wisst ihr, die will nicht, dass wir irgendwas Verbotenes tun, aber irgendwo übernachten will sie auch. Wisst ihr? Naja, egal. Jedenfalls machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Wenn es euch gefallen hat, liebe Leute, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da oder auch ein Abo, gerne auch den ein oder anderen Kommentar und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei hier bei Detroit Become Human. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis dahin und tschüss.